So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit meiner Kritik zu Maze Runner und ja, aktuell immer noch minimales Setup, denn mein Rechner hat jetzt nochmal länger gedauert und ich hoffe, ich kriege den jetzt dieses Wochenende, damit ihr endlich mal ein paar mehr Videos bekommt. Aber was ihr auf jeden Fall bekommt, ist morgen noch eine Turtles-Kritik. Da gehe ich nämlich dann heute noch ins Kino und ja, ich erzähle euch jetzt erstmal zu Maze Runner die Story. Der Film beginnt damit, dass Thomas an einem für ihn unbekannten Ort aufwacht. Dazu hat er keinerlei Erinnerungen mehr. Schnell erfährt er dann aber von anderen Kindern und Jugendlichen, die schon dort sind, dass er sich auf der Lichtung befindet. Diese ist von einem riesigen Labyrinth umgeben. Nachts schließen sich dann die Tore zum Labyrinth, um deren Monster dann fernzuhalten. Thomas ist sehr neugierig und will unbedingt mehr darüber erfahren. Als er dann in einer brenzligen Situation viel Mut beweist, ist er dann sozusagen schon fast der Schlüssel für die Jugendlichen aus dem Labyrinth raus. So viel erstmal jetzt zur Grundstory. Ich will nicht zu viel verraten, denn es ist unglaublich spannend und der Cast besteht zum größten Teil aus Jungschauspielern, die aber alle sehr überzeugend spielen und einige bekannte Gesichter sind auch dabei, wie zum Beispiel Will Poulter, den man vielleicht aus der Komödie We Are The Millers oder im Deutschen Wir Sind Die Millers kennt. Oder auch Thomas Brody Sangster aus Game of Thrones. Also ich kenne ihn aus Game of Thrones, obwohl ich jetzt nicht alle Game of Thrones Staffeln gesehen habe. Deswegen vielleicht kennen die ein oder anderen den von euch. Und ja, leider muss man aber sagen, dass bei der schauspielerischen Leistung die emotionalen Momente sehr, ja, dünn sind und mich nicht überzeugen konnten. Und also da wäre mehr drin gewesen, mal schauen. Auf jeden Fall technisch ist der Film wirklich sehr schön umgesetzt worden. Nicht nur das Labyrinth, sondern auch die Monster und allgemein die ganzen Effekte sehen wirklich sehr gut aus. Da wurde viel Arbeit reingesteckt, sozusagen eine neue Welt zu schaffen, ein neues Franchise. Und es sieht wirklich super aus. Der Sound ist bombastisch und untermalt das Ganze wirklich super. Und ja, damit bin ich auch schon bei meinem Fazit. Maze Runner ist ein Film, der anfangs sehr an die Tribute von Panem erinnert. Also Jugendliche, die gefangen sind und irgendwie da rauskommen müssen. Allerdings arbeiten die hier zusammen und nicht gegeneinander und schnell merkt man auch, dass die mit Tribute von Panem eigentlich nichts zu tun haben. Denn der Film kann so viel mehr. Er ist unglaublich spannend, es passiert immer was Neues, an manchen Stellen zieht er sich leicht, aber die Story ist im Grunde super, also hat so viel Potenzial und das wurde hier auch genutzt. Und die Schauspieler, bis auf die emotionalen Momente, spielen wirklich sehr gut und können auch überzeugen. Technisch ist der Film sehr beeindruckend und ich freue mich persönlich schon unglaublich auf Teil 2 und 3, die nächstes und übernächstes Jahr kommen sollen. Und ja, deswegen kann ich euch den Film definitiv empfehlen. Es ist unglaublich viel Spannung dabei. Ich hatte wirklich Spaß im Kino und ja, schaut ihn euch auf jeden Fall an. In diesem Sinne bin ich auch schon am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren. Bis demnächst und immer schön weiter zocken. Ciao!